Also, Vincent Rebeck wettet, dass er 10-mal um diesen Tisch herumklettern kann, ohne den Boden zu berühren. Und das Ganze machst du in 2 Minuten. Mhm. Ja, kannst du wirklich? Ja. Das ist wahnsinnig schwer, ne? Ja. Was glaubst du, du auch mal probieren? Ich soll probieren? Ja. Ich komm, wie oft schaffe ich das? 0-mal. Yeah. Null Mal. 0-mal? Ja. Ist das so schwer? Ja. Soll ich mal? Ja. Ich hab's ja schon mal gesehen. Ja. Dann lass ich's jetzt. Du musst. Wollen Sie, Herr Weck? Nein, oh Gott. Okay, pass auf. Wir probieren das einmal, ja? Um Ihnen mal zu zeigen, wie schwer das tatsächlich ist, ja? Also, das hat's wirklich in sich. Also, wir versuchen jetzt mal, um diesen Tisch zu kommen. Pass auf. Geht's so? Musst du wissen. So, pass auf. So, jetzt. Oh. Guckt euch das genau an auf dem Sofa, ja? Warte mal. Schon berührt. So genau sollten die ja nicht hingucken. So nicht? So genau sollten die ja nicht hingucken. Okay. Ah. So geht's nicht. Mhm. Pass auf. Das ist richtig mühsam. Was glaubt ihr? Kann der kleine Mann das oder kann der das nicht? Michael, was glaubst du? He's looking him. Of course. Guck dir doch mal an, natürlich schafft er das. Du hast gesehen, wie schwer es war. Also Michael Bubé glaubt, es funktioniert. Der ist natürlich zuversichtlich. Vielen Dank, Herr Weck, weil er auch demnächst Vater eines Sohnes wird. Wozu wir sehr herzlich gratulieren, Michael, darüber werden wir gleich noch sprechen. Was glauben Heiner und Victoria? Geht das oder geht das nicht? Ja. Jetzt geht, sag Anna? Ich mal. Ja. Anna, was sagst du? Ja. Ja, ich sag auch ja. Olli? Ich habe das bei Alle auf den Kleinen mit einer Bierbank gemacht. Habe in einer Minute es gerade so ein einziges Mal geschafft. Aber ich gehe davon aus, so, der hat auch größere Muskeln als ich. Der kriegt das hin. Der schafft okay. das. Okay, okay. Also, Vincent, du bist soweit? Herr Weck sagt selbstverständlich ja. Unser Online-Voting schauen wir uns gleich an. Du machst dich bereit, Vincent. Was sagen die Zuschauer zu Hause? Also 91-9, eine sehr, sehr klare Sache. Die trauen dir das zu. Herr Weck, wenn es dennoch misslingen sollte, und es kann selbstverständlich passieren, dann wartet da oben Ihr Wetteinsatz. Sie sehen Sie diese Frau, die vorhin von sich sagte, ich bin 3 Österreicher ganz in Gold. Ja. Mhm. Der werden Sie gleich Walzertanzen beibringen. Wäre das eine Idee? Wie, aber nicht mir, oder? Doch dir. Ich bin froh, weil ich hier sitzen kann. Ich muss da jetzt nicht nur tanzen. Eine verwegene Idee, aber ist gut. Ja. Ja. Mach mal. Okay. Okay, also, Vincent, du bist soweit? Okay. Bist du soweit? Ja? Ja. Okay. Top, die Wette geht. Okay, ganz eine andere Kurventechnik hier. Einmal ist er schon rum. Zweimal, hey. Oh mein Gott. Das ist so anstrengend. Das ist unglaublich anstrengend. 1,30 noch, Vincent. Das ist ungeheuer. Ich schaffe das wirklich nicht. Keine Chance, da einmal rumzukommen. Oliver, der auch gut trainiert ist, sagte mit Mühe und Not einmal. 5 hast du, Vincent. 6, glaube ich schon, ne? 6 schon, ja. Eine Minute noch Zeit, Vincent. Vincent, wenn du runterfällst, ist die Wette verloren. Ja, konzentrier dich. Ich weiß, dass dir gegen Ende hin immer die Kraft ausgeht. Konzentrier dich, bitte. Noch 2, Vincent. 40 Sekunden. Oh. Nein. Der ist 8 Jahre alt, der kleine Mann. Komm, Michael Bublé ist völlig aus dem Häuschen. Hey, und geschafft.